Folge 260 von Simotrans. Letztes Mal fuhr hier unten so ein blauer Zug vorbei, aber in dem blauen, jetzt nehmen wir mal diesen hier, den können wir auch aufwerten, oder? Der ist ja auch Erz, Hardexen, Südwest, Südwest, West. Okay. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Der hat Eisenerz dabei und ich gehe davon aus, der hat auch so eine Station hier drin, die er gar nicht haben müsste, oder doch? Was lädt er hier, ist die Frage. Nix. Die Linie heißt Erz. Warte mal, was ist das denn hier überhaupt? Ah, Erzbergwerk, alles klar. Aber er sollte vielleicht nicht hin und her fahren, sondern sollte hier bleiben, bis er was kriegt, oder? Der fährt zum Stahlwerk, das ist da. Gut. Das bedeutet, er fährt erstmal zum Depot, weil da machen wir einen langen Zug draus. Und die Linie ändern wir. Er kriegt hier 100% erstmal, ne? Macht ja anders gar keinen Sinn, oder? Wenn er das Erz da durch die Gegend bringt. So, wo ist er? Da ist er. Warum fährt er nicht? Achso, das ist das Erzbergwerk. Kein Mensch weiß, warum der jetzt nicht fährt. Ach, weil der hier wahrscheinlich gleich in den Bahnhof reinfährt, der da jetzt kommt, oder wie sehe ich das? Kann das sein? Deswegen hat er keine freie Fahrt. Und ich habe recht. Gut, dann fährt er jetzt zum Depot. Da müssen wir den weiter beschäftigen. Auf der Linie war nur einer, ne? Habe ich jetzt gerade aufgepasst? Ja, habe ich. Gut, dann machen wir den gleich fertig. Und ich wollte noch gerade was schauen. Das machen wir mal schnell. Ich hoffe, das läuft alle so weiter. Weil ich habe den Namen nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich hatte den Kommentar und das will ich auch gerade wieder aufnehmen. Der Sitos war das. Der fragte, warum ich denn unbedingt Simotrans spielen will und oder spiele. Und ich hatte ihm da schon zugeschrieben, dass das das Spiel für mich einfach ist. Das ist nicht grafisch anspruchsvoll, ne? Aber es ist spieltiefenmäßig genial, finde ich. Genau. Und was hat er noch geantwortet? Er hat noch mir geantwortet. Nee, um Grafik geht's mir auch nicht. Ich spiele ja selber auch Wargames am Tisch und da schiebt man ja nur Pappeplättchen hin und her. Okay, danke dir für deine Eindrücke. Dann kommt das mal auf meine muss ich mir mal anschauen Liste. Und ja, Dwarf Fortress ist super, ganz deiner Meinung. Genau, Dwarf Fortress ist auch ein cooles Spiel. Ja, haben wir das. Ich hoffe, das ist jetzt alles so drauf mit Bild und so weiter. Kann natürlich sein, dass gerade das Bild weg war. Da müssen wir gleich drauf achten, weil ich gerade in einen anderen Bildschirm geswitcht bin. Ich weiß nicht, wie weit das hier so gelaufen ist. So, er ist immer noch unterwegs, ist noch nicht ganz beim Depot, aber gleich. Und dann machen wir das da, dass wir den da mal gerade umändern, ne? Genau. Simotrans, ich finde das so geil. Ich finde das total toll, gemalte Bilder hier. Das ist zwar, na, für mich ist es schon mittlerweile High-End, ne? Ich finde das schöner wie irgendwelche 3D-Geschichten. Hier ist Liebe zum Detail drin, ne? Diese Kirche hier, die finde ich total genial zum Beispiel, ne? Das ist, wenn du da reingehst, das ist doch super. Sowas kannst du doch von anderen Leuten teuren AAA-Titeln gar nicht erwarten, ne, oder? Das gibt's nur bei Simotrans, könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. So, jetzt haben wir ihn da, jetzt müssen wir mal gucken. Waggons, was war denn das? Stückgut, ne? Ne, Schüttgut war das, ach ja, okay. Jetzt müssen wir mal Schüttgut haben. Jetzt machen wir mal Erz. Ich will jetzt Erz haben, aber Erz gibt's hier gar nicht, oder wie sehe ich das? Und was läuft denn das Erz? Eisenerz, da ist es. Oh, da gibt es einen neuen. Den gab es letztes Mal noch nicht, oder? Ja, krass. Warte mal, da ist 261, 27. Okay, das wird natürlich teurer, ist klar. Aber er kann schon schneller fahren, okay. Ah, jetzt hat er alle weggeschmissen. Na, ist egal. Jetzt geht das wieder auf Haltlänge 15.
Bei welchem Spiel kannst du denn sowas machen? Ja, dass du hier deine Waggons so dran hängen kannst, du siehst das hier schön grafisch und so weiter. Du hast eine ganz coole Lok vorne dran. Ne? Das ist, hier siehst du genau die Werte, wenn du hier drauf gehst. Unten seht ihr jetzt, was wie Gewicht, wann ins, seit wann ist es das da und ne, Verkaufswert von dem Anhänger und so weiter und so fort. Das ist, das gibt's nirgendwo anders. Kannst mir erzählen, was du willst. Das ist halt nur bei Simotrans so. Das Detailreiche. Klar, hier sieht das Signal, sieht jetzt nicht so toll aus, aber da gibt's ja auch Signale, die dann wieder toller aussehen, wie dann schon neu moderner sind. Oder guckt euch diesen coolen Turm an, ha? Da könnte irgend so ein Zauberer drinne wohnen oder sowas. Könnte also auch in einem Fantasiespiel sein. Ich finde das Spiel einfach nur genial. Ich würde es auch immer wieder weiterspielen und es macht einfach Spaß, dieses Spiel. Es ist auch nicht, wie habe ich auch geschrieben, ne? Micromanagement gibt's hier nicht. Ich tu diesem Zug sagen, ja, fahr diese Runde und er fährt diese Runde. Ich muss ab und zu mal kontrollieren, ob das alles so richtig ist, so wie hier jetzt, muss man wieder gucken, ne? Aber da kriegst du ja auch vom Spiel eigentlich die Warnmeldung, ne? Dass da was nicht klappt sonst. Ah, okay, der muss erst raus, damit der rein kann. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, warum hat das zweite Gleis nicht genommen? Kurz gucken, gibt's da irgendwie ein Stromproblem? Eigentlich nicht, ne? Warum fährt denn der da jetzt immer noch nicht rein? Hat da irgendwer anders was blockiert? Reserviert? Ne, jetzt fährt er rein. Und jetzt fährt er auch noch in das erste Gleis. Ziemlich doof, oder? Naja, ist dann halt so. Könnte man jetzt nachforschen, wie das ist, ne? Aber machen wir jetzt nicht. Gut, das ist geklärt. Jetzt gehen wir hier rein. Da ist nämlich auch noch einer stehend. Stückgut 102 von 324. Der hat aber noch was zu tun. Wer ist denn da auf der Linie sonst noch so unterwegs? Keiner, er ist alleiner. Gut, das würde bedeuten, wir müssen den fahren lassen. Entschuldigung. Lass den mal jetzt fahren. Aber wenn er fährt, oh, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Lass ihn fahren und er soll dann nicht laden. Und wenn er nicht lädt, dann, wenn er leer ist, schicken wir uns zum Depot und rüsten den auf. Das ist die Frage, ob wir die Lok auch mal noch machen müssen. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich habe immer gedacht, die Lok ist gut, die lassen wir so, ne? Aber vielleicht ist die auch nicht mehr gut. Ja, die anderen haben wir jetzt nicht gemacht, aber die haben wir erstmal schon mal die passende Wagenlänge. Da kommen wir schon über die Runden. Michael Friedrich, der schreibt mir das bestimmt, ob das richtig oder falsch ist. Gut. Der kann weg. Wo fährt denn der jetzt zum... Ach so, ja, der fährt jetzt irgendwo zum Entladen. Aber an einer anderen Stelle, der fährt ja nicht gleich zum Depot. Jetzt die Frage, wohin? Mal schneller. Ja, das war Pause, das ist schneller. Oh, stopp, der ist schon voll zum Depot. Leer ist er nicht voll. Gut, er fährt zum Depot. Wir verfolgen ihn mal gerade und machen schneller. Und Stückgut ist gefragt, ne? Gut. Waggons. Linie Stückgut. Haushaltsgeräte sind zum Beispiel Stückgut. Okay, da gibt's wahrscheinlich noch nichts Besseres, oder? Ne. Dann machen wir noch ein paar dabei. Einer zu viel. Wagenlänge ist da anders. Gut, und dann kann er wieder starten, ne? Dann läuft's ja. Dann haben wir den auch. Er kommt schon raus und fährt die Stückgutgeschichte. Lass ich erstmal so. Der kann zu. Wir gehen jetzt hier in die Übersicht und schauen mal. Aha, 23% unsere Marge, sehr gut. Wir haben hier, also das ändert sich nicht, ne? Wir kriegen hier nicht bessere Werte. 59,2 waren wir letztes Mal, haben wir immer noch. Oder sind wir knapp drunter sogar. Aber Betriebsgewinn, der ist von 500.000 jetzt auf 800.000. Also da haben wir hier 300.000 mehr stehen. Also das bedeutet, der Wertverlust wird ausgeglichen, aber der Gesamtvermögen bleibt dadurch gleich. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Kontostand sind minus 42 Millionen. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, ne? Oder? Wir haben aber auch immer wieder kaufen wir Waggons, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber nee, das war jetzt eine Milchmädchenrechnung, ne? Der Fahrzeugwert steigt ja, also der Gesamtvermögen ändert sich dadurch nicht. Hm.
Der ist jetzt da, ne? Und jetzt wartet er da, oder wie ist das? Ne, der fährt noch weiter. Ach so, hier unten war das, glaube ich, wo er die ganze Zeit steht, ne? Kann das sein? Ach, jetzt fährt er die große Runde? Ne, jetzt fährt er doch, er fährt die große Runde nochmal. Hä? Wieso fährt er jetzt so? Hier wartet er, bis er voll ist, kann das sein? Aha, und wir haben natürlich hier den Bahnhof erstmal. Den will ich ja eigentlich gar nicht haben, sondern ich will die Geschichte haben. Okay, 1000 Paletten gehen rein, aber wir haben keine einzige. Okay, aber der hat 100% da, das passt ja schon wieder. So, jetzt gucken wir weiter. Wer fährt denn hier noch so viele Miese ein? So. Ach, der sieht schon ganz gut aus, ne? Wo ist denn der? Oh, der ist auch lang. So, so einer hier, der, den will ich gar nicht anpacken, ne? Weil das ist so ein Mischzug, ne? Lass uns den mal angucken, der ist eher einfacher. Den Mischzug, den müssen wir mal aufdröseln. Güterzug 3 Wagen. Er hat nichts geladen und lädt da voll, das ist gut. So, dann kriegt er jetzt aber die Devise, wir laden nicht. Und gucken zu, dass wir ihn dann verlängern. Das Fenster mal erst zu. Und mal jetzt schneller. Da hat er nichts abgeliefert. Wo fährt er hin? Da fährt er hin. Stopp. Jetzt fährst du erst zum Depot. Nicht laden. Und wieder schneller. Jetzt fährt er auf der halben Karte rum, ne? Jetzt habe ich gleich ein Kribbeln im Hals. Wo ist er? Ach so, im Lokgruppen. So, jetzt kriegt er wieder Waggons dazu. Dann sind diese hier. So, mehr nicht, weil dann sind schon 16. Starten wir wieder. Jetzt. Ja, nicht laden ist nicht mehr anpasst. So, er fährt jetzt hier hinten hin, da kriegt es aber nichts. So, jetzt habe ich doch gehustet. Entschuldigung. So, er fährt über die halbe Karte. Und hat immer noch nichts geladen. Immer noch nichts geladen. Wann lädt er denn mal was? Das ist auch so ein Zug, der viel Geld kostet, ne? Nichts geladen. Irgendwo hat er doch geladen vorhin, ne? Hä? Jetzt kriegt er nichts mehr. Komisch. Ja. Der fährt einen Haufen Miese ein, ne? Wo kann er denn mal anhalten? Dass der was lädt. Stückgut ist das. Das kann schon mal zu. Dann mache ich jetzt auch mal gerade zu. Ah, jetzt fährt er hier rein. Schwierige Frage, ne? Was gibt's hier an Stückgut, wenn? Zurzeit nichts. Was liefern die? Ach, Verpackungshersteller ist das wahrscheinlich. Plastik bringt er durch die Gegend. Nur das Plastik ist hier aktuell interessant. Und das bringt er nirgendwo hin. Wenn ich jetzt hier klicken könnte und das nächste Ziel kommt, das wäre schön, ne? Ist aber nicht so. Nochmal schneller. So, jetzt ist hier. Und da ist die Papier. Ne, der Verpackungshersteller ist das, ne? Genau. Also eigentlich holt man hier Verpackung ab. Der hat alles, was er braucht und Verpackungen sind da. Es gibt keine Abnehmer. Geräte- und Maschinenfabrik. Verpackung 5000. Weiß nicht, Schlachthof, braucht der auch was? Wir können weg. Schlachthof, Verpackung. Ah, der hat nur 389, der wird jetzt irgendwann wieder losgehen. Und Zementhütte. Braucht auch für die Säcke Verpackung. Aber der, ja, es dauert nicht lange, dann kommen da auch noch, sind sogar noch welche irgendwie 445 unterwegs.
Okay. Ist das erstmal soweit geklärt? Der ist natürlich unterwegs und der müsste wo stehen bleiben? Im Prinzip muss er beim Verpackungsmitteln stehen bleiben, weil da kriegt er sie ja weg. Aber hier würde er kein Gleis blockieren, oder? Es wäre immer noch eins frei. Also er müsste hier reinfahren, auf jeden Fall. Gucken wir mal, wie die Linie gebaut ist. Ja. Da ist es. Ich würde den jetzt mal da auf 100% setzen, weil ich glaube, das macht Sinn. War doch das obere Gleis jetzt, ne? Jetzt habe ich total aufgepasst. Ja, ist aber das obere Gleis. Gut. Das bedeutet, wir verfolgen den gerade nochmal und lassen den nochmal fahren. Jetzt wartet er wieder auf den Zug. Der wartet immer da auf diesen Querzug. Krass, oder? Oh, jetzt hat er da was gepackt. Obst hat er mitgenommen. Siehst du? 555 Tonnen Obst. Da hat er mal ein bisschen Geld gemacht, aber jetzt macht er kein Geld. Und jetzt ist hier das Problem, dass ein Zug, der hier durchfahren will, wenn er muss, ist die Frage, muss ein Zug durchfahren? Das weiß ich jetzt nicht. Falls er durchfahren müsste, dann könnte er nicht, weil das Gleis belegt ist. Es geht nur dieses Gleis wirklich, weil die anderen Sackgleise sind. Wie sagt man das? Weiß ich nicht. Jetzt müsste man mal gucken. Steht da oben einer? Es steht aber auch keiner Schlange, ne? Also, vielleicht ist das nicht so schlimm. Der wartet jetzt auch hier drinnen, ne? Wie sieht's hier denn aus? Auch 100% warten und fährst du erst wieder, ne? Okay, ich sag mal, wir wissen es und wir müssen es im Auge behalten und wenn, dann wissen wir, dass das hier ein Problem geben kann. Oder machen wir was anders und machen noch ein Gleis mehr daneben? Bringt es das? Ist das wichtig? Wir könnten aber auf jeden Fall ein Gleis da hinten anbinden. Hier geht's ja. Dass das funktioniert. Ist da Strom dran? Weiß ich nicht. Machen wir lieber so nochmal, ne? Ah, war wohl nicht. Jetzt ist auf jeden Fall Strom dran. Jetzt haben wir auf jeden Fall zwei Gleise, die da durchgehen würden, denn. Obwohl die Frage ist, ob es was bringt. Naja, okay. Aber ich würde sagen, für die Folge soll es erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf einem anderen Kanal teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.